Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Enchanted-Video. Wir machen hier an der Niederauenwarte weiter und gehen hier einmal runter. Hier gibt es die Yucca-Zeremonie und ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, aber die Yucca-Zeremonie können wir uns hier anschauen. Besiege den Yucca-Gladiator. Die Yucca haben einen Champion in ihrem Lager erschaffen. Besiege den Yucca-Gladiator beim Yucca-Zeremoniehügel und stell den Frieden wieder her, okay? Hört sich mal nice an. Machen wir. Hier einfach runter. Wir sollten natürlich futtern, bevor wir losgehen, Wasser trinken und einmal Intelligenz wiederherstellen und geht's. Let's go. Ist es tödliches Miasma? Oder sieht es nur so aus, weil es dunkel ist? Das verstehe ich gerade nicht. Nee, das ist Miasma-Lava, deswegen sieht es so aus. Okay. Kurz mal Schiss gehabt. Ich sollte demnächst auch mein Flammenaltar leveln. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr euer... Landen wir erstmal. Wenn ihr euer Flammenaltar levelt, dann bekommt ihr... Ah, scheiße. Eine Sekunde. Keine Ruhe hat man hier. So, jetzt. Wenn man euer... Also, wenn ihr euren Flammenaltar levelt, dann habt ihr die Möglichkeit... Die primären Attribute um jeweils 2 zu erhöhen. Seht ihr auch hier, der Segen der Flamme erhöht deine primären Attribute um je 2. So werdet ihr sehr schnell stark. Deswegen nicht vergessen, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Flamme zu leveln, dann macht es auch. So, ich freue mich auf die Gegner tatsächlich. Weil wir müssen leveln. Oh, Alter, was ist los mit dem? Was ist hier los? Die sind einfach in der Erde. Kann ich die trotzdem töten? Eine Sekunde. Ja, man kann die trotzdem töten. Aber looten wahrscheinlich nicht, ne? Nie los, Alter. Seltsam. Naja, lassen wir die einfach mal sein. So ist das Leben. Lesen. Stärke der Yucca. Dieses Yucca-Lager ist die Heimat eines Kriegerkultes, der sich durch Gewalt und Zerstörung definiert. Ich wünschte, ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen, aber das wäre wohl mein Ende. Von Zeit zu Zeit versammeln sie sich auf diesem Hügel und tragen Gladiatorenkämpfe aus, bei denen der einsame Überlebende gekrönt wird. Ich nenne ihn jetzt den Gladiator. Diese bösartigen, grobschlächtigen Ungetüme verfügen über unglaubliche Kampffähigkeit und schöpfen ihre Kraft aus dieser Steinsäule, diese verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einen dieser Gladiatoren anzutreten, empfehle ich selbst einen dieser Stoßzahnbuffs auszuprobieren, okay? Stoßzahnbuff? Wo ist denn das? Sehe ich nicht. Lass rein. Ich will den einfach direkt besiegen. Einfach so. Einfach so. Da ist er schon. Bist du's? Ja. Yucca Gladiator, da ist er. Okay, da ist er. Okay, wir machen genug Schaden. Aber nice, Alter, wie der aussieht. Junge. Wie der aussieht, bist du deppert. Oh oh. Mein Magierstab ist einfach viel zu stark. Und keine Chance. Schaut euch das an. Die ganze Zeit effektiv, effektiv und kritisch. Zack, zack, zack. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hab dich. Quest abgeschlossen. Plündern. Yucca Gladiatorkopf und Lehrlingssauerstab. Wir können schon einige Trophäen erstellen. So, by the way. Okay, da oben ist noch etwas. Segen erhalten. Was haben wir gerade erhalten? Wo seht ihr was, was ich erhalten habe? Ah, das Blut der Bestie durchstürmt dich. Was ist das aber? Ha? Naja. Aber ich würde es mir natürlich merken und vor einem Kampf würde ich das abholen. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Oh.
Er war so ein Priester gekillt. Das haben wir abgeschossen. Dann lass mal hier hin. Miasma-Wurzel. Oha. Haben wir schon lange nicht mehr gelootet. Nehmen wir mit. Das war aber eine schnelle Quest hier. Ich habe meine Waffe tatsächlich auch jetzt full gelevelt. Ich hatte 1300, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Warte, ich sag's euch gleich. 1300 Runen gehabt. Deswegen habe ich meine Waffe direkt gelevelt. Und jetzt ist die einfach OP. Was haben wir hier? Noch mehr Yukas. Es tut mir so leid, dass ich die töten muss, ey. Die sind so süß. Ja. Aber die Erfahrungspunkte sind auch süß. So, was haben wir hier? Tierfell, Plündern, Tierfell, Tierfell. Noch mehr Tierfell, Fleisch. Zack. Let's go. Einmal ein Lager von denen. Der Priester rennt weg. Bleib hier. Nice. Witzig, Erfahrungspunkte gibt es pro Kill. Ist nicht viel. Aber trotzdem. Die Menge macht es schon aus. Was haben wir hier? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Ich dachte, vielleicht gibt es einen Schatz oder so, deswegen bin ich hier rein. Aber es war tatsächlich nur eine Yuka-Höhle. Guck mal, was ich probieren wollte. Ich habe ja im letzten Video hier ein ewiges Zauber freigeschaltet. Lass mal mit dem Magierstab hier kämpfen. Ich will das mal testen. Ich will das mal testen, Leute. Ist das rot? Ich hab voll Angst, Mann. Ich hab voll Schiss vor diesem verdammten Miasma. Ich kann's nicht einschätzen. Lass mal hier durch. Manchmal sieht es grau aus, aber am Ende ist es rot. Nein, steht man. Nee, ist normal, okay. Es ist Lava. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin tot. Digga, willst du mich verarschen? Oh. Ich sag's doch, es war rot. Oh Mann, ey. Das mich gerade wieder nervt, ne? Wieso springe ich auch da einfach rein? Eieieiei. Naja, nicht schlimm. Was trinken, was futtern und weiter geht's. Ich habe ja eine Fähigkeit gelernt, dass mir nochmal 15% mehr Lebenspunkte gibt, wenn ich Fleisch esse. Das solltet ihr auch freischalten, Leute. Was? Oh, ich habe kurz Schiss bekommen. Ich dachte, ich krieg den Gleiter nicht mehr raus. Hä? Das sah seltsam aus. Egal, Hauptsache oben ankommen. Ist das Rauch? So, wo ist meine Leiche? Wo ist meine Leiche? Links rum. Ich habe halt auch schon beim Boss, bei der Burgbestie, einen Grabstein von mir mit extrem vielen Materialien. Das nervt mich am meisten.
Das nervt mich am meisten. Lass mal hier hochgehen. Sieht so seltsam aus. Vielleicht gibt's hier was. Vielleicht eine versteckte Truhe mit einem Schatz. Na, was sagt ihr? Na doch schön. Ach, okay. Geht nicht weiter. Oh. Wie sie das Spiel getrennt haben. Alter, bist du deppert. So, irgendwo unter mir. Lass mal hier landen. Sicherheitsabstand. So. Ewiger Blitz. Oh, ich habe kein Ding. Mana. Ja, das ist ein Thema, wenn man Magiestab hat. Darf ich nicht vergessen. Lack. Wo ist das Ding? Muss irgendwo hier sein. Rechts von mir. Hä? Wo ist das? Und er mir? Da. Direkt an der Kante. Digga, es schützt mich hier ab. Ich habe echt Angst, da runter zu gehen. Warte, ich habe eine Idee. So, geht's? Noch ein bisschen? Jetzt? Noch ein bisschen? Komm schon. Digga, ich habe Angst, da hinzugehen. Komm. Jetzt. Junge, Junge. Echt Schiss gehabt gerade. Wann komme ich rüber? Jetzt vielleicht? Ja. Da ist auch... Brücke? Krieg ich? Nee, Myzel, okay. Myzel! Ich dachte, vielleicht kriegt man Knochenmehl oder so. Hätte ja auch sein können. Okay, ab geht's. Das kannst niemand erzählen. Das kannst... Oh mein Gott, das kannst niemand erzählen. Oh, Scheiße, hat das quasi wehgetan. Leute, ich komm gleich. Oh, ich hab meine Sachen. Jetzt kann ich endlich weitermachen. Ey, ich bin so genervt von dieser Stelle. Glaubt ihr mir nicht, ey. Das glaubt ihr mir nicht. Wie kann man da reinfallen? Ich bin fast wieder reingefallen. Eieiei. Junge, Junge, Junge. Das ist echt eine gefährliche Ecke. Also ich muss es zugeben. Überall... sind Gefahren und Fallen. Schaut euch das an. Ich komme hier gar nicht hoch. Okay. Gut, dass es diesen Trick wenigstens gibt. An so leicht schrägen Stellen könnt ihr Doppelsprung ausführen und dann kommt ihr da durch. So ein Erfolgserlebnis, komm. Jawohl, wir haben jemanden getötet. Erfolgserlebnis, jawohl. Aua. Wo ist denn dieser verdammte Eingang? Hier links rum wahrscheinlich, ne? Relax. Relax. Take it easy. Ich habe Angst, hier hinzugehen. Ich meine, so wie es ist, ne? Ich habe echte Angst, durchzulaufen. Aber anscheinend ist es hier. Jawohl, hier ist eine Höhle. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Irgendwo hier ist es. Da ist das Ding. Junge, Junge, Junge. Komm. Direkt zerstören. Ist hier ein Boss? Ich sehe keinen Boss. Nice. Junge, 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 Junge. Krass, dass hier kein Boss war. Ist hier echt kein Boss? Naja, wir haben es geschafft. Mir erstmal Wurzel. Das haben wir geschafft. Ich bin echt irritiert, dass hier kein Boss war. Das irritiert mich echt. Einfach einen Fertigkeitspunkt erhalten for free. Finde ich gar nicht mal so schlecht.
könnt ihr uns öfter hier auf der Map markieren. Ich schaue mich mal kurz um, weil ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Aber anscheinend ist es echt so. Naja, okay, gut, dann würde ich mal sagen, wir machen zurück. Zack, Schnellreise. Ui. Dann reden wir mal mit unseren Leuten. Die wollen schon seit, keine Ahnung, 2 Tagen mir etwas sagen. Schauen wir mal, was die wollen. Schreinerwerkzeuge. Willst du einen Witz hören? Schreiner ohne Schreinerwerkzeuge, das war's. Das ist der Witz. Ich bin lächerlich, ein Scharlatan. Ich brauche wichtiges Werkzeug, aber der Schmied will mir seines nicht leihen. Unglaublich sowas. Ich weiß aber, wo es Schreinerwerkzeuge gibt. Sagt dir die Forschungsstätte an den Säulen der Schöpfung etwas? Okay. Du brauchst Werkzeug? Wir werden es holen. Flammblut, vor einiger Zeit geschah etwas sehr Seltsames. Ich erhielt eine Nachricht. Sieh dir das an. Von Regan, mit Grüßen von den Conways. Ich habe nie jemanden namens Regan getroffen, aber ich kenne die Conways. Kuriere aus dem Osten. Sie müssen über den Handelsposten Lodernder Fels gereist sein, um die Nachricht zu überbringen. Kannst du dir das mal ansehen? Gut. Ich würde mal sagen, wir machen einen Cut. Das war eine nervige Folge für mich, weil ich so oft gestorben bin, aber alles gut, wir haben alles geschafft. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Video werden wir die Bitte des Schmieds erfüllen. Zack. Oh. Oh. Okay. Wir machen es aber trotzdem. Wir werden die Bitte des Schmieds erfüllen in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.